Momentan wird Thomas Schmiedberger noch relativ relaxed. Zumindest lässt er sich die leichte Anspannung nicht groß anmerken. Dennoch kann der 24-Jährige eine gewisse Nervosität vor den unmittelbar anstehenden Paralympics in Rio nicht komplett verbergen. Ja, man merkt natürlich langsam, dass Kribbeln so ein bisschen kommt. Ja, wird immer aufregender, es kommt immer näher die Abreise und ja, neben ganzen natürlich noch intensiven Training und die ganzen anderen Maßnahmen natürlich auch viel organisatorisch dabei mit Einkleidung, mit Gepäck, mit Material, mit ja, es muss einfach alles passen und da bin ich momentan dran, das alles zu organisieren. Seit Februar läuft die intensive Vorbereitung auf das Mega-Event am Zuckerhut. Auch wenn es nach London 2012, wo Schmiedberger bei der Abschlussparty sogar als Fahnenträger agieren durfte, bereits seine zweiten Paralympics sind, erfordert so eine Veranstaltung im Vergleich zu anderen Wettkämpfen noch einmal besonders viel Fleiß und Konzentration. Es ist ganz was anderes, wie wenn man sich auf irgendein ganz normales Turnier vorbereitet. Ja, ist einfach ganz anderes Gefühl, ganz andere Emotionen und auch ganz anders. Man geht es ganz anders um, man ist wirklich viel perfektionistischer, will alles 150% organisiert und richtig kommen und ja, ist auf alle Fälle was Besonderes. Dass der achtfache deutsche Meister, der im Ligabetrieb für Borussia Düsseldorf an den Start geht, sogar als Weltranglisten-Erster nach Rio reist, macht ihn natürlich zu einem der großen Favoriten auf die Goldmedaille, ist aber trotzdem noch lange keine Erfolgsgarantie. Das ist auf der einen Seite natürlich Bestätigung für die vorherigen Leistungen und sehr, sehr gut für Selbstbewusstsein, neigt aber auf der anderen Seite natürlich dazu auch ein bisschen, dass, ja, man unterliegt einem hohen Erwartungsdruck, man hat auch ein bisschen Anspruch an sich selber. Und genau das ist es eigentlich, wo ich ein bisschen vermeiden möchte. Ich möchte schauen, dass ich locker bin, dass ich nicht nervös bin, dass ich ja, nicht verkrampfe, meine beste Leistung abrufen kann. Und wenn mir das gelingt und ich weiß, wie gut ich zurzeit bin, dann weiß ich, dass alles möglich ist. Aber man hat jetzt auch bei den Olympioniken schon gesehen, wie viele Favoriten vorher ausgeschieden sind. Es kann so schnell gehen, deswegen Step by Step, Spiel für Spiel. Und wie gesagt, wenn ich meine beste Leistung immer abrufen kann, ist alles möglich. Natürlich hat der sportbegeisterte Schmiedberger auch die Olympischen Spiele aufmerksam verfolgt und sich mit den Umständen zumindest aus der Ferne schon etwas vertraut gemacht. Dabei ging es vor allem um die Stimmung an den Wettkampfstätten. Schließlich sind die Brasilianer den deutschen Athleten nicht unbedingt wohlgesonnen. Vollkommen richtig, das wird auf alle Fälle Herausforderungen. Aber auch das haben wir ja vorher schon gewusst und haben am Psychologen wirklich gezielt darauf hingeachtet, dass das unsere Leistung möglichst nicht beeinflusst, so gut es möglich ist. Wie gut es möglich ist, sieht man vor Ort, wie man damit umgeht. Bei Paralympischen Spielen ist immer alles möglich. Da gewinnt auch nicht unbedingt immer der Spieler, der Stärkere, sondern vielleicht auch manchmal der mental Coolere. Ja, deswegen geht es auch für meinen Teampartner. Cool bleiben, locker bleiben, das Ganze genießen, das Ganze aufsaugen und sich dann von dem Ganzen drumherum nicht hemmen, sondern beflügeln lassen. Und diese Flügel sollen Thomas Schmiedberger dann nach Silber im Team und Bronze im Einzel 2012 in London dieses Mal natürlich zur Goldmedaille tragen. Druck gibt es allerdings überhaupt keinen, vielmehr regiert die Vorfreude auf die 3 Wochen an der Copacabana. Ja, ich kann nur sagen, dass ich mich brutal drauf freue. Wie gesagt, noch bin ich wirklich sehr, sehr locker. Ich hoffe, dass ich das mit der Reise, mit dem Flug auch mit nach Rio transportieren kann. Ja, und dann freue ich mich jetzt einfach, dass es endlich losgeht. Ich habe jetzt wirklich, kann man gar nicht so sagen, aber Schnauze voll vom Training, weil noch so viel Training will man einfach dann, dass irgendwann einfach wirklich losgeht, dass man an die Platte darf, dass man dann den ersten Wettkampf bestreitet und auf das freue ich mich, ich bin fit, ich bin heiß und ja, ich lasse jetzt einfach auf mich zukommen und schaue, dass ich es genieße. Vielleicht hilft dabei ja auch der Gedanke an die Zeit nach den Paralympics, wenn Schmiedberger sich dann wieder seinen Hobbys und seiner Familie widmen kann, die über das ganze Jahr hinweg meistens zurückbleiben müssen. Ich freue mich dann schon, wie das dann ist. So, okay, Samstagnachmittag am Fußballplatz, Freitag oder Sonntagabend dann im Eisstadion. Oder einfach wieder mal komplett eine Woche lang mal Zeit zum haben, irgendwas zu machen, Freunde, Familie, Verwandte. Wo sie dann so beginnt im September, Bundesliga mal in der Allianz Arena fahren oder irgendwas, wenn man einfach wieder Zeit für anderes hat und nicht alles vornherein nur in die Lücken oder in die Trainingspausen planen muss. Das wird, glaube ich, echt super. Aber das ist ja was Schönes, auf das freue ich mich dann noch. Die Erholung, die brauche ich dann auch ganz sicher. Aber jetzt gerade, wo dann auch die Woche wieder begonnen hat, die letzte Woche daheim, da ist dann der Fokus jetzt erst einmal auf 3 Wochen Rio. Und wenn ich dann zurückkomme, dann habe ich wieder
Kopf zu brechen, wie ich dann die Zeit danach umbringe. Erst einmal will sich Thomas Schmidberger allerdings seinen großen Traum von der Goldmedaille erfüllen. Wir wünschen ihm und allen anderen deutschen Athleten bei den Paralympics ganz viel Erfolg.